die Insel mit Huang Yilong. Er heute im Interview mit Professor Andrew Morris, Co-Autor des Buches Japanisches Taiwan, umstrittenes Erbe. Konkret geht es um die Spuren der japanischen Kolonialzeit, die auch bis heute noch zum Teil zu sehen sind. Taiwan war 50 Jahre lang japanische Kolonie. Und obwohl diese Kolonialzeit 1945 zu Ende ging, hat diese Zeit zum Teil bis heute ihre Spuren hinterlassen. Dabei geht es nicht nur um Gebäude aus dieser Zeit oder das japanische Essen. Die Spuren sind zumindest bis vor einiger Zeit viel tiefer, auf psychologischer Ebene gewesen. Laienhaft ausgedrückt kann man vielleicht sagen, dass sich viele ältere Taiwaner eher mit Japan als mit China identifiziert haben. Doch will ich lieber einen Experten zu Worte kommen lassen. Professor Andrew Morris, der zusammen mit einigen anderen Autoren ein Buch zu diesem Thema verfasst hat. Japanese Taiwan, Colonial Rule and its Contested Legacy, was man in etwa mit Japanisches Taiwan, koloniale Herrschaft und ihr umstrittenes Erbe übersetzen kann. In diesem zweiteiligen Interview möchte ich mit Professor Morris über den Inhalt des Buches sprechen, das, wie der Titel schon sagt, sich erst mit der Kolonialzeit selbst und dann mit den Spuren, die diese Zeit hinterlassen hat, beschäftigt. Zunächst wollte ich auf die Einleitung eingehen, die den Titel Left Behind, also in etwa zurückgelassen, trägt. The introduction of the book is titled Left Behind. Die Einleitung des Buches trägt den Titel Left Behind, denn nachdem ich mir die Geschichte der japanischen Kolonialzeit und das Leben der Taiwaner nach der Kolonialzeit, nach 1945, angesehen habe, wurde mir klar, dass viele von ihnen ihr Leben durch die Idee zu definieren scheinen, zurückgelassen worden zu sein. Koloniale Untertanen gewesen zu sein, Teil des japanischen Kaiserreiches gewesen zu sein, aber es dann nicht mehr zu sein und die verschiedenen Auswirkungen daraus. Diese Einleitung beginnt mit drei kurzen Geschichten von Menschen, die, wie man vielleicht sagen könnte, ein japanisches Leben führten, aber einen taiwanischen Tod starben. Also da ist eine junge Frau, die Ärztin ist, die an einer medizinischen Fakultät in Japan studiert hat und dann nach Taipei kam und bei dem amerikanischen Bombenangriff auf Taipei getötet wurde. Die Geschichte eines jungen Taiwaners, der in Vietnam für die japanische Kolonialregierung arbeitet und nach Kriegsende in Vietnam festsitzt. Er steckt dort fest, weil er am Ende des Krieges nicht mehr Japaner ist und ihn die Japaner nicht mehr mit nach Hause nach Taiwan nehmen, das nicht mehr ihre Kolonie ist. Und dann die wahrscheinlich berühmteste Geschichte des taiwanischen Ureinwohners, der für die japanische Armee kämpfte und den man erst fast 30 Jahre nach Kriegsende entdeckte. Bald darauf kehrte er nach Taiwan zurück und verstarb sehr schnell. Das sind drei sehr extreme Fälle. Aber im Allgemeinen scheint es so, als ob viele Menschen, die zu dieser Zeit lebten, die zu dieser Zeit erwachsen wurden, nach 1945 ihr Leben so definiert haben, als wären sie von diesem kolonialen Regime, mit dem sie sich identifiziert hatten und zu einem bedeutenden Teil davon geworden sind, zurückgelassen worden. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte in Taiwan nach 1945 auskennt, wird sich an die überhebliche und teilweise bösartige Weise erinnern, mit der der neue chinesische Gouverneur Chen Yi in Taiwan auftrat und an den folgenden sogenannten Weißen Terror. Da stellt sich die Frage, ob dieses Auftreten zu dem starken Pro-Japan-Gefühl beigetragen hat. Das spielt sicherlich eine große Rolle. Denn ich denke, als die Japaner gingen, gab es viele Leute, die sehr froh waren, die Japaner verschwinden zu sehen. Besonders, wenn man bedenkt, wie das taiwanische Volk während des Krieges behandelt wurde. So viele junge Menschen wurden entführt, um in diesem schrecklichen Krieg zu kämpfen. Und viele junge Frauen wurden weggebracht, um als sogenannte Trostfrauen zu dienen. So viel von Taiwans Ressourcen wurden weggenommen, um sie für das japanische Militär zu nutzen. Es ist sicher, dass viele Leute froh waren, die Japaner gehen zu sehen. Als sie dann aber mit dieser neuen Art von Fremdherrschaft durch die chinesische nationalistische Parteien, mit dieser neuen Art von Ideologie der chinesischen Kultur und chinesischen Überlegenheit konfrontiert wurden und dann in vielerlei Hinsicht
für die 50 Jahre verantwortlich gemacht wurden und als Sklaven bezeichnet wurden und behandelt wurden, als ob sie die chinesische Republik oder die chinesische Kultur in irgendeiner Weise verraten hätten, als die Japaner Taiwan regierten, da änderten sehr viele Menschen schnell wieder ihre Meinung und begannen, die Japaner zu vermissen. Und ich denke, sie hätten sie nicht so sehr vermisst, wenn die Zeit nach 1945 besser verlaufen wäre. Können Sie etwas genauer auf die Gliederung des Buches eingehen? Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Making Japanese Taiwan and Remembering Japanese Taiwan. Und im Prinzip soll die erste Hälfte des Buches die Zeit abdecken, in der Japan diese ehemalige Provinz der Qing-Dynastie in eine Kolonie des japanischen Kaiserreiches verwandelt, also Making Japanese Taiwan. Und die zweite Hälfte, Remembering Japanese Taiwan, hat mit der Zeit seit 1945 zu tun, als Taiwan entweder eine Provinz der Republik China oder so ziemlich die gesamte Republik China wurde. Und die Art und Weise, wie sich die Menschen seit 1945 an die japanischen Wurzeln in der taiwanischen Kultur erinnert haben, vielleicht was ihre Eltern, was ihre Großeltern gelernt haben, was die Menschen in dieser Zeit waren und was sie weiterhin waren, nachdem sie all diese japanischen Werte gelernt hatten. Aber viele der Essays springen tatsächlich hin und her, indem sie darauf eingehen, wie die Erinnerung an das japanische Taiwan, wie ich es nenne, in vielerlei Hinsicht mit dem zu tun hat, was die japanische Regierung getan hat. Dass sie buchstäblich viele Grenzen neu definiert hat und die Ureinwohnerbevölkerung buchstäblich auf eine Weise umgesiedelt hat, die ihren Zielen als koloniale Herrschermacht nützlich erschien. So hat vieles, wie sich die Menschen in Taiwan erinnern, sehr direkt mit dem zu tun, was die japanische Kolonialregierung getan hat, um diese sehr wilde Insel und diese sehr wilde Grenzen neu zu gestalten. Es war voll von Ureinwohnern, die von den Japanern sowohl romantisiert wurden, als auch gefürchtet wurden. Und da war zum Beispiel auch Malaria. Taiwan war ein sehr großes Projekt. Es war eine sehr große Sache für das Kaiserreich, denn es war natürlich die erste Kolonie. Und deshalb waren sie so ernsthaft daran interessiert, Taiwan zu einem funktionierenden Teil des Kaiserreiches zu machen, sodass viele der Dinge, die sie taten, wirklich die taiwanische Kultur bis heute verändert haben. Sich also an das japanische Taiwan zu erinnern, bedeutet definitionsgemäß, dass man sehr oft auch auf diese Geschichte zurückblicken muss. Man merkt, dass ein starker Fokus des Buches auf den Ureinwohnern Taiwans liegt. War das Absicht? Ja, diese Verteilung oder der Fokus auf die Ureinwohner Taiwans war nicht unbedingt von vornherein geplant. Aber als das Buch entstand, wurde mir klar, dass es einen viel größeren Fokus hatte, denke ich, wie man es sonst in den meisten Behandlungen über diese Zeit sehen kann. Einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren der Meinung, dass das Buch etwas ungleichmäßig ist. Wenn die Ureinwohner Taiwans vielleicht nur ein paar Prozent der Bevölkerung ausmachten, warum verbringen wir so viel Zeit damit, über sie zu sprechen? Ich kann das irgendwie verstehen, aber auf der anderen Seite denke ich, dass es sehr angemessen ist, denn wie gesagt, die Art und Weise, wie die Japaner mit diesen verschiedenen indigenen Stämmen Taiwans umgegangen sind, war sehr zentral für die Art und Weise, wie sie über die Kolonie dachten. Und viele der Materialien, die aus Taiwan wollten, befinden sich in den Berggebieten, in denen eben viele Ureinwohner lebten. Der Beweis für ihre Fähigkeit, Taiwan zu kolonisieren, Taiwan zu zivilisieren, Taiwan zu einem Teil des 20. Jahrhunderts zu machen, sollte in den Bergen mit dieser einheimischen Bevölkerung erbracht werden. Auch wenn sie nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ausmachten. Es gab technisch gesehen viel mehr Han-Chinesen, die unter japanischer Herrschaft lebten und sich darauf einrichteten, Japaner zu werden. Scheint es wirklich angemessen, dass dieses Buch diesen Schwerpunkt auf die japanischen Bemühungen legt, die Kultur all dieser verschiedenen Ureinwohnervölker neu zu gestalten und ihre Beziehungen untereinander neu zu gestalten und zum Beispiel so etwas wie Baseball in den Mittelpunkt ihrer Kultur zu stellen. Und auch, dass man darauf eingeht, dass die Japaner sehr konkret öffentlich darüber sprachen, wie sie wirklich ihre Fähigkeit als Kolonialmacht unter Beweis stellen würden. Nicht wie der Westen eine brutale Kolonialmacht zu sein, sondern die Art von Kolonialmacht zu sein, die kam und Wilde und Kopfjäger in Taiwan, wie sie die Ureinwohner nannten, zu Piloten und Politikern und Ärzten im modernen 20. Jahrhunderts machte.
modern subjects of the 20th century. Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Professor Andrew Morris zu dem von ihm mitverfassten Buch Japanese Taiwan. Den zweiten Teil hören Sie in der kommenden Woche.